Hey, hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, ihr hört's richtig. Meine Stimme klingt ein bisschen anders. Das liegt daran, dass ich gerade der Spendim aus der Zukunft bin. Genau, hier mitten im Schnitt sozusagen ist mir aufgefallen, dass ich hier noch ein bisschen was nachsynchronisieren muss, weil nämlich während der Aufnahme ist mir ein Fehler unterlaufen. Genau, mein Mikrofon hat die ersten 9 Minuten nicht aufgenommen, besser gesagt die ersten 8 Minuten 51, um genau zu sein. Und diese muss ich jetzt nachsynchronisieren. Toll. Was kann man großartig erzählen? Ich weiß eigentlich nie so richtig, wie man das macht, dass wenn man halt irgendwie was verliert oder sowas. Da bin ich nicht gut drin, muss ich dazu sagen, weil ich sehe jetzt halt die alte Aufnahme und versuche jetzt halt irgendwie darüber zu erzählen. Ich glaube, hier in der Situation, wo wir hier gerade sind, habe ich diese News gesehen und habe die, glaube ich, sogar auch vorgelesen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, bringt das irgendwas? Also ich habe jetzt nicht irgendwie herausgefunden, ob das irgendwas bringt. Weil irgendwie, ja gut, es wird da geschrieben, wie man vielleicht auf die Charaktere gekommen ist oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir setzen natürlich unsere Reise fort. Ist ja ganz klar. Und ich kann ja einfach mal so ein bisschen mal kurz erzählen. Wie gesagt, so was man hier heute sieht. Also ich hatte mir gedacht in der Folge, dass man halt wirklich sich mal so ein bisschen anguckt, was man eigentlich so, ja, sprich halt, welche Nebenmissionen können wir machen, was gibt es noch so für Aufgaben. Und das habe ich natürlich halt halt in Angriff genommen. Und ihr seht, da ist wieder unser Team. Halt Rabbit Rosalina, Rabbit Peach und Rabbit Luigi. Unsere drei. Und ich hatte mir, glaube ich, gedacht, dass ich halt erstmal diese Feuerscheigeis hier platt mache. Weil die musste man ja noch besiegen, damit ich halt die Frostmedaille bekomme. Für die zweite Welt. Und ja, das habe ich so gemacht, das wollte ich halt so erledigen. Aber eine Sache muss ich mal kurz erzählen, und zwar, das kann ich ja aus dem Schnitt sozusagen machen. Die Ladezeiten sind auch manchmal ziemlich lang. Also die sind manchmal etwas, was mich ein bisschen ankotzt. Es geht zwar noch, ich bin schon schlimmere Sachen gewohnt, aber das ist bei dem Game auch ein bisschen sehr lang. So, bei der Mission mussten wir diese Wölfe da platt machen. Und hier habe ich mir gedacht, ey, ich will unbedingt mein Team ändern. Weil irgendwie, ja, Rabbit Peach finde ich in dem Teil, was den Charakter angeht, sehr lustig. Aber von den Attacken her finde ich sie bis jetzt noch sehr langweilig. Muss ich sagen. Und halt, ja, Mario wollte ich halt auch wieder wechseln, weil, Mario wollte ich einwechseln, nicht auswechseln, weil einfach Rabbit Luigi irgendwie auch nicht so meiner ist. So, ich find den im ersten Teil besser. Im ersten Teil war Rabbit Luigi tausendmal besser. Und, ihr seht ja hier wollte ich jetzt die Charaktere, also die Sparkles so ein bisschen aufleveln, damit sie halt ein bisschen mehr aushalten. Ja, manchmal drücke ich irgendwie auch ein paar alte falsche Tasten. Ja, weißt du, Rabbit Rosalinas Sparks level ich auf, aber die von Luigi nicht. Ich bin auch ein bisschen blöd. Ach ja. Nee, also wie gesagt, hier in der Mission mussten wir diese einsamen Wölfe da oben platt machen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob es so schlau ist, wie ich eigentlich spiele, weil ich gehe ja immer sofort auf die Leute drauf, die ich ja töten muss. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch ein bisschen blöd gemacht, weil so kriege ich ja nicht so viele Erfahrungspunkte. Aber eine Sache muss ich auch mal sagen. Ich finde das mit dem Laufen und mit dem Springen jetzt viel, viel besser als im ersten Teil. Also ich finde das, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das hier richtig cool gemacht. So, auch hier, dieses mit der Platscherraserei, ist auch eine richtig coole Mechanik. Und zwar, du machst einfach viel mehr Schaden an den Gegnern. Und deswegen benutze ich auch diese Sparks jetzt viel, viel öfter. So, hier schießen wir einmal und wir schießen zweimal. Perfekt. Und damit ist der Gegner da oben auch tot. Habe ich schlau gemacht.
Auch hier Luigi zum Beispiel mit seinem Feuer-Sparkle, den wir jetzt da haben. Der ist richtig gut. Der ist richtig gut. So, hier habe ich eine Sache nicht verstanden. Vielleicht könnt ihr mir das erklären. Und zwar, ich habe versucht, von dieser Ecke den Typen anzugreifen. Hat nicht funktioniert. Irgendwie konnte Luigi den nicht sehen. Und diese Fähigkeit ist übelst cool. Also die ist wirklich cool. Ne? Die macht richtig Spaß. Benutze ich nur noch. Kann ich einfach mal sagen. Ich benutze die echt nur noch. Die macht so viel Spaß, diese Fähigkeit. So, jetzt haben wir schon mal einen umgebracht. Und ich komme immer auf diese beschissenen... Nee, doch nicht. In dem Moment habe ich, glaube ich, mit Absicht das gemacht. Weil ich auf Luigi wechseln wollte. Ja, ich wollte auf Luigi wechseln. Weil ich wollte halt unbedingt jetzt Luigi auch auf dem Thumbnail drauf haben. Deswegen habe ich halt nur auf Luigi gewechselt. Und da habe ich mir gedacht, ey komm, den Typen machst du noch platt so. Und ich habe echt nicht mitbekommen, dass OBS nicht aufgenommen hat. Ich habe es nicht mitbekommen, wirklich nicht. Ihr müsst wissen, ich habe ja hier meine drei Bildschirme. Mittlerer Bildschirm ist halt sozusagen der Aufnahmebildschirm. Und auf der linken Seite ist mein OBS-Aufnahmeprogramm. Läuft da die ganze Zeit. So, ich habe halt einmal das Elgato-Aufnahmeprogramm und OBS. So. OBS nehme ich jetzt nur noch halt für die Stimme auf, weil ich hatte ein paar Probleme mit Audacity und so weiter. Deswegen ist nur noch halt OBS mein Freund und Partner. Und ich habe das nicht gecheckt. Der hat alles aufgenommen, aber der hat halt nicht die Stimme in dem Moment aufgenommen. Der hat das Mikrofon nicht genommen, so. Keine Ahnung warum. Ich habe nie was geändert und trotzdem hat er das halt gemacht. Das war halt richtig, richtig scheiße. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da erzählt habe. Ich habe da richtig viel, glaube ich, erzählt über so kommende Projekte und hast du nicht gesehen. Ich habe so erzählt, ja, wie es mir geht und was alles los ist und so. Und ja, dann nimmt er das nie auf. Ich habe auch, glaube ich, so ein bisschen über Rosalina gequatscht. Habe ich auch erzählt, glaube ich, dass ich unbedingt mal Mario Galaxy mal auch mal let's playen müsste. Hätte ich auch riesen Bock drauf, muss ich auch mal dazu sagen. Ah ja, das ist jetzt cool, passt auf. Ich setze hier eine Combo ein, die ich richtig genial finde. Und zwar, ich setze einmal den Feuer-Himmelsregen ein und setze halt sein Zielauge ein. Und ich dachte halt, okay, wenn jetzt das Feuer trifft, bewegt er sich ja. Und müsste dann eigentlich vom eisernen Blick getroffen werden. Und das tut er auch. Und ich war so stolz drauf, dass das geklappt hat, dass ich den halt abknallen konnte. Und schon ist er tot und damit haben wir gewonnen. Richtig cool. Richtig nice. Ich habe mich so gefreut, dass es funktioniert hat. Das glaubt er gar nicht. So. Ja, jetzt müsste langsam der Zeitpunkt kommen, dass ich so langsam merke, ey, hier stimmt was nicht. Ich habe hier noch vorgelesen, die Feuerknechtjagd ist auch damit abgeschlossen. Nein, noch nicht. Es fehlte noch einer. Aber jetzt fällt mir so langsam auf, hä? Was ist denn jetzt los? Warum schlägt ein OBS nicht aus? Deswegen sage ich, ich gebe ab, Leute. Die Stimme aus dem Office weg. Und der alte Spendel übernimmt jetzt. Ich sage, bye bye, tschüss. Ja, jetzt nimmt mein... Toll, mein Mikrofon hat überhaupt nicht aufgenommen, weil er einfach gesagt hat, oh ja, es ist angeblich nicht verfügbar. Ich hasse das! Weißt du, ich habe nichts umgestellt. Ich habe nie was umgestellt. Und der macht einfach mal mein Mikrofon weg. Ja, genau, Rosalina, du sagst es. Oh, ist das ein... Was ist das jetzt hier? Was bist du? Du bist irgendeine... Was ist das? Was ist dieses Paket? Wofür habe ich jetzt dieses Paket? Weg damit. Oh, was willst du jetzt hier? Es wäre toll, wenn ihr drei... Ja, ja, ja. Ich muss drei Feuerkleid. Jetzt bin ich wieder sauer. Ja, 9 Minuten. Diese Taste. Oh. Merk gar nicht, dass ich gerade sauer bin. So, was wollte ich gerade noch sagen?
Ja, wisst ihr, das hasse ich manchmal an Technik, dass die einfach dann irgendwas von sich selber aus irgendwas ändert. So, was hast du denn hier? Ich kann das Iglo nur mit Eisblöcken fertigstellen, die eine perfekte Form haben. Habt ihr welche gesehen? Ja. Ich weiß, was du brauchst, mein Freund. Das sind Eisblöcke? Ja gut, das sind Eisblöcke. Ja gut, das sieht man, dass das Eisblöcke sind, aber... warum hat das so ein Band? Muss ich, glaube ich, hinbringen. Ah, okay. Alles klar. Zoom, zoom. Zoom, zoom. Süß. Ich mag Luigi. So, das heißt also, ich darf in dieser Folge nochmal 9 Minuten komplett nochmal nach aufnehmen. Herrlich. Luigi. Ja gut, dann weiß ich jetzt gar nicht, ob das überhaupt drüber gekommen ist, weil ich habe vorhin erzählt, dass ich ja eigentlich auch mal irgendwie Bock habe auf halt, ja, Luigi's Mansion. Luigi's Mansion 3. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Und ja, wenn man halt das doch irgendwie... Stell dir mal vor, ich würde jetzt Luigi's Mansion 3 spielen. Das wäre auch cool irgendwie, weil es ja auch ein richtig cooles Spiel ist. Das machen wir gleich. Warte mal. Danke, dass ihr das Monster aus dem Winterpalast vertrieben habt. Ich kann es kaum erwarten, ihn wieder zu besichtigen. Ja, mach das einfach mal. Wo haben wir denn noch ein paar Iglo-Stücke? Vielleicht hier hinten noch irgendwas? Also ich finde jetzt irgendwie... Ich muss sagen, ich finde es irgendwie jetzt nicht so schlimm, dass die Level irgendwie halt fast gleiche Missionen haben. Es gibt ja viele Leute, die sich über Sparks of Hope ziemlich aufregen, weil angeblich soll es ja immer irgendwie halt das Gleiche sein. Es hat irgendwie, ja, jede Welt hat die gleichen Missionen und so. Ja gut, aber wenn man jetzt mal richtig nachdenkt, gibt es auch andere Spiele, die genauso drauf sind wie halt Sparks of Hope. Also die haben auch immer wieder die gleichen Missionen und sind auch irgendwie alle gleich. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, Sparks of Hope, das ist das einzige Spiel, wo jede Mission gleich ist. Ist es überhaupt nicht. Muss man mal wirklich einfach mal sagen. Ich finde, da gibt es heftigere Spiele, wo die Missionen sich sehr krass ähneln. Und ich weiß nicht, ob ich das... Ja, also ich finde es ein bisschen heftig zu sagen, ja, Sparks of Hope ist langweilig und hat irgendwie keine irgendwelche, wie heißt denn das Wort jetzt, Abwechslung oder so. Finde ich überhaupt nicht. Finde ich ein bisschen schlecht, dass man sowas sagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Alright, zack. Jetzt mal wieder Power. Seine Power-Sachen muss ich auch noch ein bisschen erhöhen. Komisch, dass ich den nicht töte. 318er Schaden, okay. Ne, den kann ich nicht mehr. Nein, nein, Luigi, wo willst du denn hin? Bleib doch mal hier, Luigi. Du musst deinen Typen erstmal umbringen. So, machen wir den da. Bam! Weggeschossen. Die können alle nicht so weit laufen. Warum könnt ihr alle nicht laufen? Ist doch nicht schwer. Ah, warte mal, halt. Warte mal, halt, 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 halt. Warte mal, was kann ich denn da? Spritzangriffe. Waffenbasierten Angriffen fügen 28. Das ist gut. Und das war der Schockangriff. Ah, ja. Dann machen wir das. Der Spritzi-Angriff. Ach, guck doch nicht so gelangweilt. Ich weiß, meine Let's Plays sind nicht die lustigsten, aber. Ihr gebt mir doch trotzdem so viel Mühe. Na, tut mir doch leid. So. Und der Gegner ist dran. Das können wir auch noch machen. So, jetzt bewegt er sich erstmal. Okay, du kommst noch an mich ran. Schönen guten Tag, ich bin der Luigi, ich hau sie mal platt. Ich muss mal, glaube ich, ein bisschen näher kommen mit ihm noch. Warte mal. Ein bisschen näher. Halt. Nee, warte mal. Toll. Ach, wisst ihr was? Komm, ich teile den einfach ab.
255er Schaden ist doch super. Oh yeah! Ja. Machen wir die Heldensicht noch. Bring ihn doch dahin. Ah, Zug beenden, nicht Part beenden. Und das war's. I did it. Ja, Luigi, ich weiß, dass du es gedidded hast. Du bist der große Didi. Du bist der Didded. Ich erzähl eine Scheiße. So, damit haben wir die Aufgabe erledigt und haben einen Planetenmünze bekommen. Hier kann ich noch nicht weitermachen. Oh, da sitzt ein süßer kleiner Mini-Fuchs. Und das da ist ja der Schlittschuh aus Super Mario 3D World. Richtig cool, dass sie den hier eingebaut haben, hier. Ein Denkmal für Irinka Revitschenko, die große persönliche Herausforderungen überwunden hat, um die Eiskunstlaufmeisterschaften auf Flockenbrocken zu gewinnen. Sie war nämlich ein riesiger Tollpatsch. Also sie war dämlich, alles klar. Sag's doch gleich nächstes Mal einfach. So, was haben wir denn hier noch? Ah, ein Geheimgang. Mit einer Erinnerung. Wow. Sehr gut. Der Quetscher. Ah, hört sich auch toll an. So, jetzt muss ich immer noch diese grünen Sachen noch finden. Ja, gut, also das mit den Münzen, da habt ihr vollkommen recht. Das ist wirklich etwas, was ein bisschen nervig ist. Und man kriegt sie auch nicht sofort. Wo waren jetzt die zweiten? Ha. Übelst weit weg. Okay, normal. Ich muss es normal machen. Problem ist ja wirklich, du springst ja erstmal runter. Was ja schon ewig. Luigi! Die Wand hättest du sehen müssen. So. Also, ich hoffe mal, dass wenn sie einen dritten Teil von Mario und Rabbids machen würden, dass vielleicht irgendwie so, ja, Wario oder Waluigi vielleicht irgendwie noch so eine extra Rolle haben. Das wäre auch irgendwie cool. Ja. Da sind die letzten. Gewonnen! Jawohl! Nice! Stell dir mal vor, so wirklich im nächsten Teil Wario oder Waluigi, das würde ich echt feiern, weil ich finde irgendwie, ja, die beiden sind irgendwie, kommen ein bisschen zu kurz. Bin ja sowieso mal gespannt, was wir alles noch hier für Easter Eggs bekommen oder so vom ersten Teil. Und was hast du denn jetzt hier eigentlich noch? Warte mal. Dr. Splingling, die Bergrettung ist da, zumindest hoffe ich das. Ich werde euch nicht aufbrechen. Ich schwöre, Lügner, sei still. Es war zu lange auf sich allein gestellt. Aha. Der Wissenschaftler ist durch die Einsamkeit offenbar völlig irre geworden. Wir sollten versuchen, ihm zu helfen. Entschuldigung, was soll ich sagen? Ja, das ist ein Saboteur in meinem Labor. Folgt meinem Assistenten. Er wird es euch zeigen. Alter, diese Lache. Diese Lache. Überhaupt nicht irgendwie creepy oder so. Ist da ein Gesicht? Hier lang, aber seid vorsichtig. Es wird kein Kinderspiel. Da ist doch ein Gesicht drin, oder? Der sieht irgendwie aus wie der Rabbit Donkey oder so. Na gut, dann wollen wir mal reingehen. Noch kurz vorm Part-Ende. Aha. Finde heraus, was den Stromausfall verursacht hat. Stromausfall? Ah, Bombis. Okay. Ja, gucken wir mal, was wir hier machen müssen. Ich glaube sogar, wenn ich diesen Spark gefunden habe, dann kann ich nochmal in die erste Welt und die eine Mission dann erledigen. Da, wo ich ja die 12 Sparks haben musste. So, was muss ich hier machen? Muss ich euch einfach alle besiegen oder muss ich einfach irgendwas anderes machen? Einfach 5 Gegner besiegen. Okay. Oh yeah, can't stop Luigi. Gut, wie komme ich denn nach oben? Gar nicht. Cool, ich komme gar nicht nach oben. Warte mal. Ah, die verstecken sich aber auch am Anfang ziemlich beschissen. Ich hätte doch, glaube ich, mein Team etwas anpassen müssen. Eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht.
Wald. Okidoki. Machen wir das. Ja, und der. Ey, da tötet er die irgendwie noch nicht. Das finde ich sehr schade. Ich mache noch auf jeden Fall noch ein bisschen weiter, also keine Sorge. Ich werde noch ein bisschen was schaffen. Was hat er gesagt? Schlaf schön! Jawoll! Na perfekt. Hat doch super funktioniert. So, Luigi, du kommst. Ah, du kommst auch noch dahin. Nice. Fly, Luigi! I'm flying! So, was machst du jetzt? Oh, du kannst das machen. Und du machst mal. Ah, schade. So. Und damit haben wir das. Und wir machen das. Die Bombe brauchtest du nicht unbedingt machen. Wo willst du denn hin? Der hat Angst. Der hat einfach nur Angst. So, aber jetzt hat er richtig verkackt. Alter, machen wir mit Action. So. Luigi. Machen wir mit Action, habe ich gesagt. Richtig schön. Sniper-Position. Und tot ist der Gegner. Jawohl. Gut gemacht, Luigi. Sehr gut gemacht. Gut, Leute, dann würde ich wieder sagen, das war's wieder für heute von Sparks of Hope. Wir machen jetzt erstmal noch ein paar Nebenmissionen und dann gucken wir, was hier alles auch noch auf uns zukommen wird. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.